Servus Leute, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie der Name TSS Swag zustande gekommen ist und Robbie Swag Style und so weiter. Das ist jetzt schon gerne ein Like da und viel Spaß mit der ganzen Story rund um meinen Namen, seitdem ich im Internet rumlaue. Mein Name ist Robert, das war vielleicht vielen schon klar. Mein Spitzname lautet deswegen Robbie. Jetzt müssen wir aber ganz weit rausholen. Mein allererstes Spiel, was ich auf dem PC gespielt habe, nach Spielhafe natürlich, war MSP. Oder auch ganz ausgesprochen Movie Star Planet. Ein soziales Spiel für Kinder mit Chatrooms, eigentlich ein Klassiker. Kennen wir vielleicht aus der Werbung bei Super RTL. Willkommen auf Movie Star Planet. Erschaff deinen eigenen Fernsehstar und werde reich und berühmt. Kauf ein bis zum Umfallen und entwirf deine eigenen Look. Drücke deinen Da brauchte man natürlich auch einen Namen und ich habe genommen Robbie Ray 123 mit Hashtag dahinter, beziehungsweise da vorne. Wie der genau entstanden ist, ihr kennt ja sicherlich alle Hannah Montana und da gibt es einen Dude, der heißt Robbie Ray und irgendwie ergab es sich dann so, dass mich manche Robbie Ray genannt haben, eher selten, aber es war unter anderem auch ein Spitzname. Wieso das Hashtag davor? Keine Ahnung. Und das mit den Zahlen kann man sich vielleicht erklären. Erster Internetname halt, ne? 1, 2, 3. Klar. Ihr wisst jetzt, mein allererster Name war Robbie Ray. Jetzt noch ein Fun Fact, Wizard 101 war insgesamt mein zweites Spiel auf dem PC und da hieß ich Robert Rauchräuber. Man musste da zwei Namen kombinieren, also ist es so entstanden, also ja, nicht wundern. Wegen Rauch und Räuber halt. Jetzt zum vielleicht wichtigsten Teil des Videos. Wir schreiben das Jahr 2014, ich habe mir Michael gekauft. Wer alles dabei war? Pietro, mein Bruder und ich. Das war entscheidend. Beim Namen haben wir lange überlegt, da Robbie Ray vergeben war. Und Robbie Ray 123 wäre langweilig, weil Zahlen im Namen sind halt Bremen, ne, ihr wisst. Pietro guckt auf den Pullover von meinem Bruder und da stand drauf Swag Style. Und wenn ich es finde, blende ich hier ein Bild ein. Was ich aber nicht glaube, ist halt uralt, ich habe maximal ein Bild. Das, was alles verändert hat. Okay, vielleicht nicht alles, das ist halt mein Namen, aber ja. Und ja. Dann sagte Pietro halt, Robbie, Swag, Style. Und der klang nice und Pog you. So ist Robbie Swag Style entstanden. Jetzt aber halt, das war gefühlt erst die halbe Story. Ihr wollt ja noch wissen, wie es weitergeht, oder? Nach Minecraft haben mich die Boys, CJ und Pietro zu League of Legends gezwungen. Ja, gezwungen wirklich. Und ich habe dann geplayt. Ebenfalls mit dem Namen Robbie Swag Style. Und nach einer Zeit haben wir uns überlegt, yo, lass doch auch so ein Clan-Kürzel haben wie SKT, C9, TSM, G2, die ganzen Pro-Clans, ne? Kennt ihr alle. Zu der Zeit haben wir Super Hard Fire übelst gefeiert. Der ist einfach Legende, ist ja klar. I'm not a rapper. Psych! That's the wrong number! Und weil wir ja drei Buchstaben gebraucht haben, haben wir von The Super Hard Fire einen Teamnamen gebildet, und zwar The Supers. Und weil das nur zwei Wörter sind, haben wir uns das T aus The genommen und die beiden S aus Supers, vorne und hinten, ne? So ist TSS entstanden, wegen Super Hard Fire, und den kennt jeder. Dann war klar, Robbie ist ein cleanerer Name als Robbie Swagstyle, und ich hieß dann TSS Robbie in League of Legends. Das heißt, ich habe mich da umbenannt. Und nach einiger Zeit ist es dann passiert und ich wurde permanent in League of Legends gebannt. Ja, damals war ich noch insane toxic. Fun Fact, ich habe das direkt meinem Freund gesagt und am nächsten Tag wusste gefühlt die Hälfte der Klasse über meinen Bann und dass ich so toxisch bin, was man von mir eigentlich nicht erwartet hat. Das war echt belastend und ja, auf jeden Fall sehr cringe. Anyway, ein neuer Account musst du dran glauben und zwar TSS Robbie. Mit Doppel-I. Und ja, der wurde dann ebenfalls nach einer Woche gebannt. Und so permanent. Was nur die wenigsten wussten, weil es sonst absolut peinlich wäre, wenn es auch in der Schule rauskäme. God damn, dude. Zum Glück habe ich es nicht gesagt, Junge. Aber egal, jetzt halt. Jetzt kommt es halt ans Licht. Also direkt nach meinem Bann. Ja, hat es nicht mal eine Woche gedauert. Ein zweiter Permanent-Bann ist da. Perfekt. So, alle guten Dinge sind drei. Und nach TSS Robbie kommt natürlich TSS Swag, weil von Robbie Swag Style, das zweite Wort ist ja Swag. Und ja, so ist es im Moment geblieben. Und das war die ganze Story über meinen Namen. Also,
Falls ich nochmal in League of Legends gebannt wäre, nenne ich mich zu TSS Style um. Kappa. Von Robbie Ray zu Swag Style zu TSS und Swag und TSS Swag ist der aktuelle Stand, wie gesagt. Ja, ich habe mir mal wieder sehr viel Mühe mit dem Video gegeben. Umso mehr hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und würde mich sehr über ein Like oder ein paar Kommentare freuen. Jetzt schreibt einen Kommentar oder ihr werdet in Minecraft gebannt. So wie ich in League, lul. Und jetzt zu euch, Laudin Skisala. Falls ihr einen Namen habt, dann nennt ihn nicht mehr um, außer ihr habt eine Identität zu verstecken, wie es an YouTube zu Sneverro-Zeit damals, der sich einfach zu Gerhard Hans Klaus umbenannt hat. What the fuck, man? Aber Leute, überlegt und sucht euch einen nice Namen aus, den ihr für immer habt und immer haben werdet. At least in Minecraft. Natürlich steht das jedem frei, was er mit seinem Namen macht, ob er sich umbenennt oder nicht. Aber wenn man sich umbenennt, ist es halt so ein bisschen Bre, weißt? Trust me, es ist viel geiler, einen Namen zu haben, den ihr für immer habt. Ich habe mich in Minecraft auch noch nie umbenannt, also, ja. Jetzt aber noch ein Disclaimer. Falls ihr League of Legends spielt, ist es eh zu spät. Falls ihr aber noch nicht spielt und ihr geplant habt, es zu spielen, trust me, tut es nicht. Es gibt kein Game, was dich zu so einem Stand bringt wie League of Legends. Vor allem in den ersten Jahren. Man muss aber auch sagen, dass man mit League tatsächlich antitoxisch werden kann. Aber nur, wenn du wirklich Jahre spielst, weil du dich an den täglichen Beleidigungen, den Playstyle von deinen Teammates und auch an Riot Games generell auch einfach gewöhnt hast. Damals habe ich gefühlt geweint, also nicht wirklich, aber ich war halt sad as fuck, wenn ich ja mal ein wichtiges Game verloren habe, weil es einfach nur dumm ist. Für die, die League spielen, werden schon wissen, was ich damit meine. Heutzutage juckt mich Ranked 0. Ich spiele, falls ich Bock habe, meine Games. Wenn es ein Lose ist, I don't care. Die Leute reporten und next geht, ne? So, jetzt habe ich aber mehr gelabert, als ich wollte. Mit diesen Worten bedanke ich mich, dass ihr wirklich bis hierhin zugeguckt habt. Legends. Lasst mir Bewertung da. Dankst du schon. Jetzt noch ein paar Kartenbilder für euch und für mich für die 8 Minuten. Lul. Fight, 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 fight. That's the wrong number. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Fight, 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 fight. Und Outro ab dafür. So Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier kommt jetzt noch ein Video. Hier unten ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Und da müsst ihr noch abonnieren. Oder beziehungsweise hier. Egal, auf jeden Fall Leute. Ihr müsst jetzt hier draufklicken, ne? Müssen wir machen jetzt.